Ein herzliches Willkommen, meine lieben Dieselfreunde. Hier eine brandheiße News. Und zwar hat gerade heute SCS die neuesten Neuigkeiten zum weiteren Expansion Pack geteasert, im Grunde genommen enthüllt. Was ihr selber sehen könnt, das ist auf der World of Trucks im Blogbereich, seht ihr verschiedene Bilder. Und das sind zum Beispiel jetzt hier mal so ein altes Wrack in so einem Kürbisfeld hier zum Beispiel. Dann haben wir hier diese üblichen Straßen, wunderschön begrünt mit weißen Zäunen eingerahmt. Diese Schluchten und Kanäle, die müssen wir uns merken, denn die geben zusammen mit einem weiteren Bild, auch zum Beispiel dem hier, also wieder waldreiche Gegenden, Bergpfade beispielsweise im Hintergrund und dann hier mit diesem Fährenterminal ganz wichtige Hinweise zu dem, was uns da erwartet. Und die Auflösung dessen, was kommt, kann an und für sich nur und ausschließlich Bundesstaat Washington sein. Denn auch hier unten in den Kommentarbereich hat jemand das im Grunde genommen, wenn ihr euch das hier anguckt, ich mache das mal noch ein bisschen größer. Ihr seht das, dass das wie das Ferry Dock near Fort Casey aussieht. Und das ist ein Bereich in Washington, im Bundesstaat Washington. Hier unten weiter südlich findet ihr Seattle. Außerdem gab es auch schon mal einen weiteren Hinweis von SCS zu Seattle. Das war so eine Mitfahrgelegenheit im Grunde genommen. Und so dass wir uns, und das macht ja auch rein planerisch und rein logisch am meisten Sinn, hier unten ist Oregon und nördlich davon liegt Washington. Und das macht dann im Grunde genommen planerisch auch am meisten Sinn, jetzt die komplette Westküste der USA zunächst einmal zu integrieren und dann weiter nach Osten zu gehen. Das hat ja auch schon mal SCS selbst betont, dass sie von Westen nach Osten durchgehen wollen. Macht auch Sinn. Insofern können wir uns hier, das sind auch die Kanäle beispielsweise, die wir auf diesem einen Bild gesehen hatten, diese herrlichen Wassercanyons beispielsweise, in Norwegen würde man Fjorde sagen, sieht man auch auf den Bildern von SCS, das hier beispielsweise, ja, das sind diese Wasserfjorde und insofern dürfen wir uns mit ganz, 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 ganz großer Sicherheit, meines Erachtens über 99% auf den Bundesstaat Washington freuen. Ich freue mich drauf. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ist schon eine coole Sache. Und dann springen wir nochmal kurz hier in den American Truck Simulator rein, gucken uns das mal kurz an, worum es geht. Wir haben ja hier Kalifornien. Deckt die USA quasi bis nach Süden an der Westküste ab. Dann oberhalb von Kalifornien haben wir Oregon und dann würde hier noch quasi Washington folgen und dann immer weiter nach Osten. Das war es eigentlich schon. Dann können wir uns echt freuen. Ich mal schauen, also ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang. Lassen wir uns überraschen und bis dahin haben wir ja noch genügend zu fahren. Wer ja gerne mehr will, dann kann immer noch die Coast-to-Coast installieren. Werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal tun. Aber ansonsten habe ich noch viel zu entdecken hier. Ja, und dann sehen wir, es geht voran. Wenn es euch gefallen hat, haut den Daumen nach oben, bis er blau ist. Und ich verbleibe dann mit schönen Grüßen, euer Tom. Bis dahin.